Wir beginnen mit dem PSV Eindhoven, mit der 1 Stanley Menzo, die 2 Geoffrey Promaillon, die 3 Jürgen Dirks, die 4 Tom van Mool, mit der 5 Erik Meyer, 6 Jan Wouters, die 7 Edward Linskens, mit der 8 Marciano Fink, mit der 9, das ist er also, Ronaldo, sein Sturmpartner Luc Nillis und mit der 11 Peter Hoekstra, das ist die Mannschaft von Ad Demos. Die taktische Übersicht schickt folgende 11 ins Rennen. Rüdiger Vollborn mit der 1. Markus Happe trägt die 2. Jens Melzig die 3. Christian Wörns die 4. Ion Lupescu die 5. Tom Dule mit der 6 als Libero, Paolo Sergio mit der 7, Bernd Schuster trägt die 8, Ulf Kirsten die 9, mit der 10 Hans-Peter Lehnhoff und Markus Münch mit der Nummer 11. Das also die Mannschaft von Dragoslav Stepanovic. Losgehen kann's, der PSV Eindhoven nicht spielen, hat Probleme im Leisten-Adduktorenbereich. Und Ronaldo zum ersten Mal. Ja, da deutet er gleich an, warum sie ihn den neuen Pelé nennen. Tom Dule, erster Vorstoß. Markus Happe und Ulf Kirsten. 1:0 in der 5. Spielminute durch den Mittelschirmer Ulf Kirsten. Meine Güte, was für ein Traumauftakt für Bayer Leverkusen. Kirsten, der angeschlagen war, der sich wieder fit spritzen ließ. Er sagte hier, Trainer, ich muss dabei sein. Und da zeigt er, wie wichtig er für Bayer Leverkusen ist. Jürgen Dirks hat da nicht aufgepasst. Der Holländer mit der Nummer 3 in seinem ersten Spiel in der ersten Mannschaft des PSV. Ronaldo. Oh, und da war Rüdiger Vollborn noch mit den Fingerspitzen dran. Sehr gefährlich, so ein Querpass, Luc Nillis und Ronaldo. Und der Schiedsrichter zeigt auf den Elfmeterpunkt. 10. Minute Strafstoß für Eindhoven. Und ich glaube, Laszlo Wagner hat da recht, zeigt Rüdiger Vollborn auch die gelbe Karte. Hier sehen wir es nochmal. Ronaldo, Ball ist vorbei. Nein. Für Eindhoven und Ronaldo tritt selbst an. In 9 Tagen wird er 18 Jahre alt, ist der Kaltschnäuzer. 1:1. 11. Minute. Und das ist ganz, ganz bitter für Bayer Leverkusen. Wenn Sie wissen, liebe Zuschauer, Auswärtstore zählen in Anführungszeichen doppelt im Europapokal. Und dieses war nicht gerechtfertigt, denn die Strafschussentscheidung von Laszlo Wagner völlig falsch. Tritt alle Ecken. Und Menzo unsicher. Und Berti Vogts, Stammgast fast schon in Leverkusen. Morgen ist er in Paris, beobachtet die Bayern. Lehnhoff und Dule. 2:1 für Bayer Leverkusen. Wir kommen mit dem Zählen kaum nach. Hans
Peter Lenov, schön gesehen, zurückgelegt und direkt genommen vom US-Amerikaner Tom Dooley hier im UEFA Cup. Zählt er ja als Amerikaner. Und mal wieder bei Bayer Leverkusen ein fantastischer 30-40 Meter Pass von Bernd Schuster, der dem Treffer vorausgeht. Nichts zu machen natürlich für Stanley Menzo. Kirsten und Sergio, kein Abseits. Wieder ist Tom Dooley mitgelaufen. War ganz rechts war Hans-Peter Lenhoff. Da ist er. Und Kirsten. 3:1. Ist ja unglaublich, was die Eindhovener Abwehr da so abliefert. Wer kümmert sich um Hans-Peter Lenhoff? Wer kümmert sich um Ulf Kirsten? Erik Meyer, der Hans-Peter Lenhoff beschatten sollte. Wieder mal nicht aufgepasst. War gar nicht zur Stelle. Jürgen Dirks verfehlte dann. Und mit der Nummer 4, Tom van Mol, nicht eng genug bei Ulf Kirsten. 3:1 für Bayer Leverkusen. Was für ein Spiel. Man hier 4:4 gegen Benfica Lissabon spielte. Hoffentlich. Und wieder Platz für Lenhoff. Sergio im Duell mit Bromaillon, aber Stanley Menzo. Jan Wouters und Nelis. Das ist Art Demos, der Trainer von Eindhoven, und hat jetzt einen Neuaufbau gestartet. Und Steppi wie immer mit Zigarillo. Muss natürlich auch dazu sagen, der Ronaldo, 17 Jahre alt, hat noch was vor sich. Und wieder Lenhoff. Schön gesehen. 4:1, Ulf Kirsten. Hans-Peter Lenhoff, dickes Lob. Er macht ein Riesenspiel. Sorgt über rechts für mächtig Druck. Und hat dann erstmal durch seine Schnelligkeit gegen Jan Wouters keine Probleme. Der 34-Jährige einfach nicht mehr so spritzig, und dass er dann uneigennützig ist. Hans-Peter Lenhoff und Ulf Kirsten sieht. Bravo, 4:1 für Bayer Leverkusen. Und Rudi Völler hat gesagt, unsere Konterchancen kommen bestimmt. Das war sie, die erste, gleich gekrönt mit diesem Tor. Den gab. Allein Dortmund hat ja eins geschossen gegen Motherwell, Andy Möller. Linskens. Ronaldo. Und praktisch mit Ablauf der regulären Spielzeit das 2:4 Aussicht von Eindhoven. Und da hat der Junge auch schon seine 2 Tore gemacht. Ganz kurz angetäuscht, trocken abgezogen. Da gab es nicht viel zu halten für Rüdiger Vollborn. Stand ein bisschen weit vor dem Kasten. Aber da hat er nicht mit gerechnet, dass der Brasilianer so trocken abzieht. Und wenn es so weitergeht wie in der ersten Hälfte, müssten wieder in 16 Minuten 4 Tore fallen. Aber so große Optimisten sind wir dann doch nicht. Die hier für Unruhe sorgen. Da ist er. Da sehen Sie es. Wieder vorbei an Melzig. Und Nilis. Wörns. Schönes Nachsetzen, Schuster geht. Aber schön gespielt von Wörns.
Und Ulf Kirsten ein Schrittchen zu spät. Happe. Clever gemacht. Hoekstra. Linskens. Da ist er wieder. Und Ronaldo. Gibt's denn das? Das dritte Tor des Brasilianers. Und da muss man der Bayer-Abwehr wirklich einen Vorwurf machen. Nach 60 Minuten sollte man gemerkt haben, wie stark der Junge ist, den darf man einfach keine Sekunde aus den Augen verlieren. Drittes Tor für Ronaldo. 61. Minute, nur noch 4:3 für Bayer Leverkusen. Ich habe mal in der ersten Hälfte gesagt, das erinnert uns alles an das 4:4 gegen Benfica. Und im Moment sieht es so aus, als könnte es wieder so kommen. Da stand dann plötzlich Markus Happe gegen Ronaldo. 7 Tore. Meine Güte. Aber ganz gefährlich, weil sie dadurch die Leverkusener weit rausziehen und Ronaldo mal wieder vorbei. Jetzt gegen Dule. Auch da vorbei. Meine Güte, was für ein Stürmer. Platz im Nachschuss. Da war er schon wieder. Und ich glaube, das war auf Tuchfühlung mit Ronaldo. Jetzt aber Ulf Kirsten auf dem Weg zum vierten Tor. Oh, Stanley Menzo glänzend gemacht. Ja, 5:3 für Bayer Leverkusen. Der blonde Engel hat mal wieder zugeschlagen. Fantastischer Freistoß. Über die Mauer gezirkelt. Da hat der Torwart im seltensten Fall eine Chance. Was der für ein Ballgefühl hat, der Bernd Schuster. Reingeschlenzt in die lange Ecke. 73 Minuten gespielt. Und wieder der 2-Tore-Vorsprung für Bayer Leverkusen. Ein bisschen durchatmen bei den Bayer-Fans. Happe. Muss sich den Ball auf den linken Fuß legen. Bernd Schuster. Einhaken. Ah, einhaken zu viel. Fußballinternat in Eindhoven bringt viele Talente hervor. Tolkmit. Fink. Haben wir die Rettungstat von Rüdiger Vollborn nicht vergessen. Niles. Meine Güte. Nun sind die Worte von Rudi Völler wieder über den Haufen geworfen. 5:4 nur noch für Bayer Leverkusen. Der Belgier ein klasse Stürmer ist, zeigt er spätestens hier. 88. Minute, kurz angenommen und abgezogen. Vollborn mit Pech, war noch leicht dran, aber da gab es nichts zu halten. Der Ball geht durch die Abwehr hindurch, Sicht versperrt. Aber natürlich, ein bisschen fehlte vielleicht die Cleverness. Nach dem 4:1 Vorsprung das Ding hier sicher über die Bühne zu schaukeln. 5:4 also das Endergebnis, der Sieg für Bayer Leverkusen. Ein Ergebnis, das nach Toren